Liebe Bautznerinnen, liebe Bautzner, ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das zurückliegende Jahr war natürlich stark geprägt von der Flüchtlingsfrage, die gerade im Frühjahr viel Aufregung in die Stadt gebracht hat. Mittlerweile bin ich regelrecht stolz darauf, dass die Bevölkerung hier sehr sachlich mit dem Thema umgeht. Ich bin dabei aber nicht nur dankbar für die Unterstützung, die da geleistet worden ist, sondern auch für die offene Kritik, die zu dem Thema angebracht worden ist. Die Kritik kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass in einigen Jahren die allermeisten Flüchtlinge nicht mehr in Bautzen sein werden. Die werden sich innerhalb Deutschlands verteilen und viele werden auch in ihre Heimat zurückgehen. Und vor dem Hintergrund hoffe ich eigentlich, dass wir das Thema auch weiterhin sehr sachlich hier in Bautzen bewegen werden, auch wenn kein Mensch momentan weiß, in welchem Ausmaß diese Flüchtlingsbewegung noch anhalten wird und wie lange das dauern wird. Darüber hinaus wünsche ich Ihnen natürlich, dass auch 2016 ein schönes Jahr für Sie wird. Ich und meine beiden Kollegen in der Führungsspitze, also der Dr. Robert Böhmer und die Juliane Naumann als die begleitenden Bürgermeister, werden alles dafür tun, dass wir die Stadt noch attraktiver kriegen, mehr Veranstaltungen in der Stadt sind und einfach auch die jüngere Generation Bautzen einfach als attraktives Freizeitziel oder Freizeitangebot wieder wahrnimmt. Ich freue mich bei allem, was ich im kommenden Jahr anfasse, auf Ihre Unterstützung, aber ich habe es eben schon mal gesagt, auch auf die Kritik aus Ihren Reihen, weil ohne Ihre Rückmeldungen werden wir hier in der Stadtspitze nicht die Veränderungen hinkriegen können, die für die gesamte Stadt gut und hilfreich sind. In diesem Sinne, ein schönes Jahr 2016 und bleiben Sie gesund.